So, hinter dieser Tür verbirgt sich was. Bestimmt wieder Gegner. Das ist ein großer Raum. Birgt Platz für viele Gegner. Oh, aber die sind erst hier. Ich fresse euch alle auf. Das hier werden wir nicht beide überleben. Stahl wird treffen. Na? Nö, doch nicht. Ich dachte, das ist nicht. Ha, ich wusste es. Thank you.
soll ich denn noch so bleiben? Ich brauche einen Verband. Jetzt! Nein, das kann ich nicht. Das ist nicht dein Ernst, oder? Sollte ich jetzt sterben? Tatsächlich, ich sterbe hier. Das hier werden wir nicht beide überleben. Okay, das war echt verdammt knapp. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich sterbe. Hier drin den Mist. Der ist eh nichts wert. Wie gesagt, ich will mich nicht mit zu viel Müll zuschütten. Alles klar. Moin. Okay. Jetzt haben wir noch diese Ebene hier. Sieht auch nicht viel versprechender aus, wenn ich das hier schon sehe. Da gibt es eine Richtung, wo ich lang gehen kann. Also eine von den beiden. Und auf einer der beiden sind Gegner. Ich nehme bestimmt wieder das Falsche. Da gehe ich jede Wette ein. Frühstück. Schnell, Dicke. Das werdet ihr bedauern. Schwere Armbrust. Okay. Müll. Wieder eine Müllrüstung haben wir auch. Ja. Die Doppelklinge-Axt ist, wette ich, auch Müll. Ja. Und noch eine schwere Müllrüstung. Puff! Ich muss etwas von dem Krempel loswerden. Ja, eine schwere Müllrüstung. Dann habe ich ja schon mal etwas für diesen Alter. Ich will jetzt gleich da reinpacken. Ich habe keine Lust mehr, solche Müll mit mir rumzuschleppen. So. Okay.
Das hier werden wir nicht beide überleben. Okay, nee, ich scheine die nicht in die falsche Richtung nehmen zu können. Das ist schon mal. Stahl wird treffen. Er ist unsichtbar und muss weglaufen, weil er erschreckt ist. Dann soll ich ihn wiederfinden. Na, Gott sei Dank gibt's die Karte. Mit meinem kleinen anal implementierten, Datentransducer, der mir immer seinen Standort durchgibt. Ja, hier sind doch bestimmt auch schon wieder bestimmt Unmengen. Na gut, ich geh schon vor. Das dauert jetzt lange, bis der hier fertig ist. Da ist der Altar, wo es Fleisch gibt. Ich habe ja auch noch eine Schrottsache dabei, die ich gerne loswerden wollen würde. Aber warte mal, ich brauche das Fleisch eigentlich gar nicht. Wenn ich den Hebel ziehe, könnte ich doch zum nächsten Stockwerk. Aber dann. Na, voraussichtlich schon. Ja, ich lasse es erstmal hier. Ich sehe es ja. Das. Okay, Dick. Ich sehe noch keine, aber das muss ja nichts heißen. Du weißt ja, wie das ist. Die tauchen ja immer erst später auf. So, folge mir auf dem Fuße. Alles klar. Hornstahl wird treffen. Nein, du machst mich jetzt nicht unsichtbar. Ich gleich mal hier. So, gebe ich da jetzt rein. Ja.
dann. Noch ein Stockwerkchen höher. Zweiter Stock. Raum des Mythalar. Oh. Sollte das jetzt der Endkampf sein? Moment. Ich habe den Charakter speichern. Der Höhepunkt eurer epischen Geschichte vor uns liegt. Was? Hurra! Liegt der das? Oh ja, tatsächlich. Guck mal da. Heurotis. Wenn ihr nur sehen könntet, was ich sehe. Ich bin jetzt eins mit dem Mythal. Wer braucht schon irdische Augen, wenn er durch die Seele der Welt blicken kann? Ihr habt den Verlust. Was? Woher weißt du das? Achso, ich bin ja nicht mehr zu Stein, stimmt. Ihr habt den Verlust eures Blicks auf euch genommen, der Leute zu Stein werden lässt? Verlust? Ha! Es war kein Verlust. So ein kleines Opfer. Um so viel zu erreichen. Ich hätte alles aufs Spiel gesetzt, um nur einen Bruchteil der Macht des Mythals zu erhalten. Außerdem hat mein Blick ja seine Wirkung nicht verfehlt, oder? Ihr wisst, dass ihr zu gut. Ja, aber der wäre für euch jetzt vielleicht hilfreich. Der Mythal wird euch vernichten. Lasst ihn los! Seid nicht töricht. Er beschützt mich. Seht ihr das nicht? Unter seiner Ordnung bin ich sicher. Und mit seiner Macht werde ich mich an der ganzen Welt rächen. Ihr seid verrückt. Lenkt die Stadt in den Sand zurück, wo sie hingehört. Undern Sint war nicht dazu bestimmt, eine Leiche zu sein. Begraben und vergessen im Sand der Zeit. Es gehört in die Lüfte. Und dorthin habe ich es zurückgebracht. Jetzt sollen sich alle vor seiner Macht verneigen und vor mir, seiner Meisterin. Was ein Vogel. Heurotis, der Raum des Mythalar. Wie angenommen hielt sich Heurotis im Raum des Mythalar oben im Tempel des Devinda auf. Geschützt durch die Kräfte des Mythal hat sie die Stadt aus dem Wüstensand gerissen und der Sonne entgegengehoben. Die Stadt nun in ihre gleißenden Schein taucht. Heurotis Wahnsinn kennt keine Grenzen und sie muss aufgehalten. Okay, genug geredet. Habt ihr unser Gespräch so schnell satt? Fessle ich eure Aufmerksamkeit nicht mehr so wie einst? Eure Bosheit findet hier und jetzt ein Ende. Ja. Durch die Macht des Mythals bin ich gegen Schäden immun. Was? Lasst uns um der alten Zeiten willen oben auf dieser fliegenden Stadt kämpfen! Diesmal werde ich euch in Asche verbrennen. Und nicht zu stark. Du redest zu viel. Okay, dank des Mythals. Also da muss ich die. Oh Gott, soll ich die alle zerstören?
Szene. Und nun? Ich glaube, die Stadt fällt runter, kann das sein? Oh. Ach, die habe ich auch noch bei mir. Was ist das? Wieder geht er rein. Das ist eine schlaue Idee. Ich habe ja keinen Fallschirm dabei. Die ächzende Stadt legt sich im Flug auf die Seite wie ein verwundeter Vogel. Der Aufschlag am Boden, der den zweiten Fall von Undernzieht signalisiert, ist in ganz Ferun zu hören und zu spüren. Doch die meisten seiner Einwohner werden niemals erfahren, wie nahe Herodes ihrem Ziel gekommen war, sie alle durch die Macht der Vergangenheit zu unterdrücken. Doch einige, wie etwa die Harfner, wissen, welche Rolle ihr beim Untergang von Herodes gespielt habt. Sie nennen euch einen Helden und singen Balladen über die Opfer, die ihr und Drogan für ihre Rettung gebracht habt. Hey, was mit Dieke? Was euer eigenes Schicksal betrifft, nachdem ihr auf die Schattenebene entkommen seid, so kennen es nicht einmal die Harfner. Der Sklavenkragen zerbrach bei Ashtaras Tod. Also seid ihr frei. Doch wo euch eure Abenteuer auch hinführen mögen, eines ist gewiss: Eure Geschichte ist noch längst nicht zu Ende. Genau. Oh, hier gibt's jetzt sogar Bilder. Wahnsinn. Ja, das waren die Schatten von Undernzieht. Ja. Gott sei Dank habe ich ja den Charakter jetzt gespeichert. Das heißt also, grundlegend ist der Charakterstand, den ich in dem Falle hatte, wo ich gespeichert habe, schon vorbereitet für das nächste Add-on. Das auch, ja, auch demnächst starten wird. Die Horden des Unterreichs. Dann gucken wir doch mal, wie das halt wird. Na, jetzt auf jeden Fall haben wir das erste Add-on praktisch auch geschafft. War eigentlich ganz nice. Und ich bin nicht ein einziges Mal gestorben. Wow, ich bin ja echt fasziniert. Es war schon einmal kurz davor, aber ja, irgendwie hatte ich dann doch noch definitiv mehr Glück als Verstand, dass sie irgendwann aufgehört haben, mich anzugreifen oder mich zu treffen. Ja. Naja, wenigstens etwas. Derek French. Wow. Bestimmt Franzose. Tja. Dann auf jeden Fall erstmal schönen Dank fürs Zuschauen. Ein Add-on kommt ja noch, wie gesagt. Der natürlich auch weiterhin mit unserem Elvin Hanar. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass das Interesse vielleicht ein klein wenig auch dort besteht. Dort auch wieder dabei zu sein und zu gucken, was da denn wieder auf uns zukommt. Ich bin auf jeden Fall mal neugierig, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt die Haare raufe, was da wohl als nächstes passieren könnte. Aber es ist im Plan. Also, ne, jetzt im Augenblick noch nicht, aber vielleicht dann und wann könnte es dann passieren. Ja. Aber sehen wir ja dann. Voice Acting. Kenne ich da jemanden? Nö. So, aus dem Stegreif würde ich jetzt so spontan sagen, nicht. Und viel gesprochen wurde ja dort auch nicht unbedingt. Obwohl ich jetzt gerne wissen würde, wen Deacon gesprochen hat. Umgekehrt. Wer Deacon gesprochen hat, so. Naja. Sean Raymond. Na, das ist doch ein Name. Also, ja, das ist... Steve Martin? Was? Echt? Wahrscheinlich nicht unbedingt der Steve. Michael Welch. Mhm. Technical Support, okay. Oh, ich habe gerade Kurt Cobain gelesen. Was? Nee, da kann. Nee. Mhm. Das Beverly Team. Hier sind die Tester. Aha, okay. Na,
wer hat's denn alles getestet? Roy Hassel. Okay. Oh, noch mehr. Das Seattle-Team. Okay. Sunnyvale-Team. Okay. Ah, doch was. Atari on Site. QA. Ja. Bergman, Quinn, Chris, Quinn. Oh, da sind wir ja schon. Das war jetzt wohl alles. Na gut, okay. Dann hier auf jeden Fall auch nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder. Also nochmal vielen Dank und ja, bis denn dann. Ciao, ciao.